müssen aber schon wieder Alarm schlagen. Wer gerne zum Beispiel geflügelt ist, fällt sich zunehmend eine Campylobacter ein, ein ähnlicher Krankmacher wie Salmonellen. Und deshalb raten Experten auch mehr denn je, Hähnchenfleisch niemals halbherzig machen. Rund 13 Kilogramm Geflügel ist der Deutsche pro Jahr durchschnittlich. Doch das, was bei vielen in die Pfanne kommt, hat häufig gefährliche Bakterien oder Keime in sich, Salmonellen oder Campylobacter. Ein Darmkeim, der bei Menschen Durchfall auslösen kann. In den letzten Jahren die Lebensmittelüberwachungsbehörden der Länder ein Drittel der untersuchten Schlachtkörper von Lastminen und Campylobacter nachgewiesen. Eine alarmierende Zahl. Im Wiener Darm ist der Keim ja schon. Doch beim industriellen Schlachten gelangen Darmkeime aufs Fleisch. Sie vermehren sich auf feuchten